und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Kirscher und heute gucken wir uns First Dwarf an. Ein Early Access Spiel, welches von einem polnischen Studio namens Star Drifters ist. Und das soll ein Mix aus verschiedenen Genres sein, so wie RPG, Simulation, Factorio und ja, noch ein paar anderen Genres. Also es ist auf jeden Fall ein wilder Mix und deswegen gucken wir uns das mal an. Schönes Intro auf jeden Fall. Erinnert ein bisschen an so Cartoons aus den 80ern. Im Hintergrund sieht man auch, man hat dann auch eine Base. Also man farmt halt letztendlich, baut eine eigene Base auf und muss sie dann teilweise auch verteidigen gegen irgendwelche Monster. Man kann, soweit ich noch weiß, war das auch im Koop möglich, oder? Ja, genau. Es gibt Koop, es gibt Splitscreen-Koop. Und ich meine Remote Play Together, ich weiß zwar nicht, wie das dann aussieht. Das ist höchstens, wenn man halt selber zwei Controller hat. Dann sollte Remote Split Screen auch funktionieren. Press any key. Ah ja, jetzt. Glaube ich. Oh, okay, also. Thank heavens, you're still breathing. What was that storm? Wasn't natural for sure. But next time, maybe work on your landing technique. Yeah, der Drachen-Companion kann auch reden. Das finde ich echt ganz cool. Ich muss jetzt nur mal gucken. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Grafik runterstellen. Machen wir mal alles auf Medium. Komm ich da überhaupt auf 60? Ne, ich komme trotzdem nicht auf 60. Uiui. So. Okay. Ich muss F gedrückt halten, um diesen Mech zu reparieren. That's what I call good dwarf workmanship. A few dents. That's all. I'll fix him right away. Ich weiß gar nicht, an was mich dieser grafische Stil erinnert. Es sieht so zwar comic-mäßig aus, aber. Nee, also. Eine abgewandte Form von Cell Shading, also wie in Borderland. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Grafikstil, sagen wir es mal so. Wir gucken mal, wie das jetzt zum Beispiel auch auf. Sieht das auf Blau komplett scheiße aus oder nicht? Ha. Nee, nicht unbedingt, aber das Ding ist. Loading Overload. Also man merkt, denke ich, den Unterschied kaum. Interessant. So. Hä? Kann ich jetzt... Achso, Steuerung. Aber das ist natürlich schade, dass da keine Animation gibt, wie er halt in diesen Mech steigt. Okay, also man kann springen damit. Kann ich halt zum Beispiel abholzen. Ich muss jetzt hier einzelne Teile von dem Schiff sozusagen
aufheben. Ach so, jetzt habe ich hier einen Hammer. Haben wir hier noch was? Ich sehe jetzt gerade nicht mehr, was ich aufheben muss. Ach so, da drüben vielleicht. Ja, hier sind noch Teile. Kann ich jetzt in den Mac wieder rein? Ja. Bisschen erinnert mich das auch an einen alten Zelda-Teil, ich weiß aber nicht welcher, war das Ocarina of Time? Also grafisch, natürlich jetzt nicht Gameplay-mäßig. So, was war das jetzt mit den Raben? Aha, sind halt dazu da, um Nachrichten zu versenden. Verständlich. Some pieces might have landed elsewhere, but I think it's a good spot. Just smell the forest. Time to build a base. Okay. Man muss auch sagen, das ist ein Indie-Studio, welches das Spiel macht. Also das ist ein kleines Indie-Studio. Und ich habe mal wieder den Key vom Herausgeber bekommen. Der Herausgeber ist ja auch der gleiche wie... Also der Entwickler ist gleichzeitig auch der Herausgeber. Das heißt, die haben nicht viel Geld ins Marketing gesteckt. Außer die haben noch Core Divinity, die kenne ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Die sind auch Publisher, die helfen denen anscheinend damit, mit Stardrifters zusammen. So, building need mana to function, remember to build your settlement near mana springs to power your structures. Aha. Heißt, ich muss das in der Nähe von einem Mana-Abkommen bauen, die Base. Sonst funktioniert es nicht. Ja, dann muss ich erstmal dieses Mana-Abkommen finden. Oder würde mir das vielleicht anzeigen? Build the main base. Pipes connect together, create a pipeline that delivers mana from the mana wells to structures. Mir gefällt das Ding. Wo? Das ist sozusagen diese Base. Ahnung, brauche ich jetzt zum Beispiel hier hin. We're ready to start a new colony. Wood and stone, or how they say it. Das ist jetzt, das verbindet das ja, ne? Ah, okay. Das heißt, ich kann dann hier oder nach hinten. Aha. Okay. Gehen wir mal da raus. So, jetzt müssen wir einfach... Oh, da... Okay, der Rabe ist auf meinem Mech gelandet. Sieht ja witzig aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht ranzoomen kann. Ich würde mir das alles so ein bisschen von der Nähe angucken wollen. Naja, so kann man das höchstens machen. So, stimmt, man kann ja später auch kämpfen, das habe ich schon ganz vergessen. Warum macht er eigentlich einen Schritt nach hinten, wenn ich zuschlage? Okay. Komische Animation. Aber gut, egal, machen wir mal weiter. Can be sent to the northern clans to carry the good news that the new colony is ready to habitation. Ach so, wir können dann die Raben vor anderen. Ah, da ist dieses Mana-Abkommen, ne? Find Quarry. Genau, das ist dieses Mana-Abkommen. Den Mana hier rausziehen. Ah. Das heißt, der Mech braucht halt auch Mana. Okay.
täglich 100 Mana. Kann man hier abbauen anscheinend. Mal eine Eisenmine bauen. Hier noch, was ist das? Aha. Aha. Also nachdem man die Base und die Kolonie gemacht hat, kann man hier sich teleporten. So. Warte mal, ich zieh mal von der Base und mal zum Mana-Abkommen. So. Ja, verbinden wir das jetzt miteinander? Ich würde das eigentlich einfach gerade ziehen wollen, deswegen gehen wir mal hier raus und machen das Holz mal weg. Ne, das müsste jetzt reichen, ne? Pipes connected together create a pipeline that delivers mana from the mana wells to the structure. Ja, das ist doch richtig. Gut, hier steht ja nur Mana Source, hier steht ja nicht unbedingt Mana Well. Stimmt, mit Alt kann man irgendwie auch noch zielen. Aha. Verstehe ich jetzt aber nicht. Ob ich das jetzt nicht irgendwie verbinden kann. Remove Building, okay. Das ist es nicht. Find Quarry. Das zum... Was ist denn Quarry? Das habe ich gerade nicht. Nein, die Quarz? Aber Quarz ist ja auch nur Quartz oder wie auch immer das heißt. Hä? Das Wort gibt es nicht mal im englischen Duden. Fuck. Was schreibt denn der jetzt auf Deutsch? Steinbruch. Aha, okay. Gute Sache. Aber da ich weiß, die schreiben mir hier auch, dass die Übersetzungen hier auf in der Beta-Phase sind. Irgendwo habe ich das auch schon mal gehört. Ja, Quarry, also Steinbruch. Ah, das ist vielleicht... Wait a moment. Look at these scratches. Somebody has been here before us. Okay. Must have broken off. That's it. These are wild lands. We are the first to explore here. What's that sound? Oder auch nicht. Okay. Was ist denn für ein Vieh, Alter? Bam. I have no idea. I was expecting wild animals, but this. I think it used to be a wild animal. What on earth happened to it? I'm not sure. But I think it was something even the songs are afraid to mention. Vielleicht sinnvoll, das hier irgendwie wegzumachen. Damit da nicht noch mehr Viecher rauskommen. Oder? Ich das jetzt falsch. No, such things never appear one at a time. It's like an illness, ja. Spreading through the body. It's only the beginning. Well,
here we have a stone to smash. Okay. Macht Sinn. So. Okay. Das heißt, diesen Mana Well können wir erst jetzt bauen. Okay, macht ja auch Sinn. So. I could dig stone all day, but I've sure had enough of kind wood. It's high time to build a sawmill, power it up with a mana pipeline. Bam, sehr cool. Müsste auch mal die Dialogoption mal ein bisschen lauter machen, glaube ich. Ich finde es vor allem geil, obwohl das Early Access ist, dass die jetzt schon auch ja, Synchronstimmen haben und sowas. Und sogar ziemlich gute Synchronstimmen, sowohl für den Zwerg als auch für den Drachen. Achso, es steht auch da Mana Production Daily. Wir haben 100 pro Tag und wir brauchen zurzeit 90 für unsere Hauptbasis. Man sieht auch, das Mana fließt hier so durch. Okay. So, build a sawmill. Ah, da. Dann rennen wir mal dahin. Wir können theoretisch hier auch nochmal, also das brauchen wir später eh, auch noch eine Mana Well. Also Mana Brunnen hier hinbauen. Aber jetzt müssten wir erstmal. Wie ist denn das jetzt? Hier. Mal hier erstmal was abbauen oder wie ist das? Needs to be placed near the forest. Kann man das irgendwie drehen? Hier, ne. Warte. Ne, irgendwie lässt sich das nicht drehen. Da steht ja, man kann die Pfeiltasten benutzen. Aber mit den Pfeiltasten lässt sich das Gebäude nicht drehen. Egal, dann wollen wir das halt hier. Also davon mal abgesehen, dass mein Rechner absolut nicht für neue Spiele geeignet ist, weil er 6 Jahre alt ist, ist die FPS irgendwie in dem Spiel sehr, sehr komisch. Also ich habe ja alles auf Low gestellt und finde auf Low sieht die Grafik eigentlich auch noch ziemlich gut aus. Anders geht es bei mir leider nicht. Aber irgendwie springt die FPS halt ganz, ganz komisch. Also normalerweise bin ich hier bei so 50 bis 60 und dann zwischendurch, obwohl ich nichts mache und einfach nur rumstehe, springt ja einfach mal auf 30. Aber ja, ist halt ein Early Access Game. FPS ist hier das allerletzte, auf was man achten sollte, sagen wir es mal so. Und mit einer Maschine, die wenigstens 2-3 Jahre alt ist, nicht wie meine 6 Jahre, dann sollte das Spiel ohne Probleme laufen, glaube ich. So, und jetzt connect the building to the Mana Pipeline. Aha, okay. Ja gut, dann hier. Halt so. Halt so. Achso. Now, we have to build a stone mine in the quarry and connect it to the pipeline. You said you could fix that all day. Well, first. Okay. Und eine Mine konnten wir doch hier hinbauen, oder habe ich das falsch verstanden? So. Was ist das? Main Base? Nein. Hä? Nee, warte mal. Hier. Da. Das hinbauen. Jetzt können wir das hier wieder verbinden. Beziehungsweise wir können. Das ist ja eigentlich Quatsch, das damit zu verbinden, sondern wir bauen hier direkt eine Mana Well.
Hä, wieso geht das nicht? Sollte das jetzt nicht gehen? Können wir nur eine davon bauen, oder was? Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, oder? Kennen uns irgendwelche Ressourcen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben Eisen, wir haben Stein, wir haben Holz. Verstehe jetzt nicht, warum ich jetzt keine Mana Well hier hinbauen kann. Ach so, warte mal, vielleicht verstehe ich es doch. Ich muss das hier erst abbauen, glaube ich. Das stört, glaube ich, gerade. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Oh, was ist das? Ach so, wir können auch den Drachen steuern. Okay, das ist ja insane. Okay, das ist eine coole, das ist echt eine coole Mechanik. Dann kann man sich halt so umgucken, keine Ahnung, wo irgendwelche Rohstoffe sind. Das ist echt clever. Cool. Muss man einfach Tab gedrückt halten und dann kann man den Mech... Den Mech kann man auch einzeln steuern anscheinend. Da ist mit dem Mech irgendwo hingehen. So, oder den Zwerg. Das war der Teleport. Ah, okay. Ich kann mich jetzt schon teleportieren. Okay. Ja, coole Sache. So, jetzt werden wir mal gucken, ob wir... bam, 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 bam. Okay, jetzt zweites. Ja, genau. Perfekt. So, und dann können wir... Done. Bam. Kann man das jetzt direkt miteinander verbinden? Und dann passt das. Expecting someone? All the filthiest things in this world like to come out at night. I can breathe fire, but I'm afraid you won't make it. We could use some defensive turrets. Let's hurry up, my poor defenseless troop. So, wir brauchen mehr Holz. Frage, wo wir die Türme hinbauen, ne? Wir müssen anscheinend zwei Crossbow Turrets bauen, die sind aber... Alter. Wir brauchen aber viel Platz. Dann würde ich sagen, hier irgendwo in der Nähe, ich weiß aber... Ah ne, doch, man sieht die Reichweite, okay. Aber wir machen erstmal hier den Baum weg. Können wir hier den Turm hinbauen direkt? Machen wir eigentlich hier hin und dann den anderen. Ja, die Mainbase habe ich natürlich ziemlich weit weg gebaut, ne? Ich hätte das alles so ein bisschen in der Nähe bauen müssen. Ja, naja, ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. So, das kann man ja später irgendwie noch optimieren. Kann ich das nicht hinbauen? Ah ja, hier hin. Wir müssen das vielleicht mal ein bisschen näher zur Base bauen. So hier. Was ist das? Was ist denn hier so laut eigentlich? Ich sehe das irgendwie nicht, wenn ich mich umdrehe. Alles leise. Aber wenn ich so dahin gucke, ist das arschlaut. So, was ist das? Das Main Base? Ne, stopp. So, das ist ein Eingang. Ja gut, dann bauen wir erstmal hier das hier ab. Base wird jetzt am Anfang natürlich nicht schön aussehen. Mana brauchen die Türme ja auch. Warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir... Nee. Hier haben wir 80. Der Turm braucht 10.
Okay, heißt, wir machen uns hier einfach. So. Müsst jetzt 70 Above Demand. Müsste das jetzt nicht steigen? Jetzt niedriger geworden. Na gut. So, haben wir den verbunden. Dann verbinden wir noch den anderen Turm. Steht nicht hier. Hier steht 90. Jetzt steht 80 da. Okay. Bin echt ein bisschen verwirrt. Dann müssen wir das aber hier außen rum bauen, glaube ich. Wo ist denn das? Hier. Können wir den Turm sozusagen wie so einen Ankerpunkt benutzen oder müssen wir um den Turm rumbauen? Scheint müssen wir um den Turm rumbauen. Ich dachte, wir können den Turm wirklich wie einen Turm, keine Ahnung, wie ein Stronghold oder so benutzen. Aber anscheinend nicht. Bauen ist echt ein bisschen komisch. Haben wir genug Holz? Ja, eigentlich schon. Ich weiß halt nicht, ob da jemand durchkommt. Monsters are coming out of this nest. It's not about the monsters. Something much worse. As if all magic in this place. We have to destroy the nest. Otherwise, the settlers don't stand a chance. Otherwise, nobody stands a chance. Es ist halt jetzt nicht, ob hier noch. Ich kann ja theoretisch hier durchlaufen. Oh mein Gott, wo kommen die denn her? Alter, okay. Ich habe die Mauern anscheinend nicht schnell genug gebaut. Na geil. Oh mein Gott. Verpiss dich, Kollege. Alter, das gibt's doch nicht. Geh mal weg. Alter. Hier ist ja auch noch einer. Geh mal weg jetzt. Sind hier noch irgendwo Viecher? Nee. So, das muss ich jetzt hier mal reparieren. Nee, stopp. Steuerung. Und die. Ich muss sagen, die ganzen Animationen gefallen mir ziemlich gut. Hä? Ja, kann ich das nicht reparieren, das Ding? Doch. Hier. So, jetzt muss ich aber endlich mal die Mauern machen. Mache ich das jetzt hier weiter? Ja, ich glaube schon. Man kann leider die Mauern auch nicht länger bauen. Oh, meine Fresse. Das ist schlecht.
Da müssen die sich, die Entwickler von Strategiespielen, mal ein bisschen was abgucken. Weil da kann man solche Mauern schon seit über 20 Jahren ordentlich bauen. Für einen Stronghold Crusader oder allgemein in Stronghold ging das ja ziemlich einfach. Und hier ist das echt ein bisschen mühselig. Oder besser, wenn, keine Ahnung, man mit dem Drachen irgendwie hochfliegen könnte und das ganze Grundstück von oben irgendwie sehen könnte. Und dadurch die Mauer noch besser platzieren könnte und vor allem die Mauern auch komplett langziehen könnte. Und nicht nur so ein Stück, wie hier halt. Aber gut, das ist nur... nicht so wichtig. Aber es ist halt ein bisschen nervig, ne? Kann man das so sagen. Oh, warte mal, stopp. Stopp, ich muss ja hier weiter bauen. Und hier weiter. So, das soll ja nicht schön aussehen, sondern es soll erstmal funktionieren. So, machen wir hier einfach weiter gerade. Machen wir hier ein Tor hin, denke ich mal. Oh, das braucht natürlich auch Mana. Natürlich brauchst du Mana, verdammt. Noch eins. Na komm, baut jetzt. So, wir machen mal hier noch. Genau. So. Bauen. Noch alles ab. So. Ahnung, ob ich jetzt das überhaupt noch brauche, aber egal. Da muss man das irgendwie zumachen. Ah ja, hier. Ah, okay. So. Müssen wir später hier noch einen Turm hinbauen. Sieht aber auch schon mal fein aus. Haben wir hier diesen Wald drin. Mal, können wir das hier reparieren? Ja, können wir. So, dann reparieren wir den Spaß nochmal. Ich weiß halt nicht, warum ich jetzt hier einfach so durchgehen kann. Vielleicht muss ich hier das irgendwie, keine Ahnung, so und dann... Ich kann da halt immer noch durchlaufen. Also, nee, jetzt nicht mehr auf einmal. Hä? Ja, jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Ja, ich hoffe mal, die Viecher kommen dann hier auch nicht durch. Wir müssen hier sowieso auch noch ein Tor hin machen. Würde ich sagen. Machen wir hier. So, wir müssen das, glaube ich, erst entfernen. Muss ich erst wegmachen. Dann machen wir halt hier ein Tor hin.
So, und das Tor müssen wir ja noch. Warte mal. So, müssen wir damit hier noch verbinden. Okay, da haben wir hier ein Tor, wir haben da ein Tor. Dann machen wir, falls wir hier raus wollen, hier noch eins hin. Würde ich sagen, wir haben ja da eins. Und dann machen wir hier auch noch eins. So. Bam. Bam. Und jetzt müssen wir das nur mit dem Spaß hier verbinden. So. Können wir das zumachen und den Baum hier wegmachen. So, jetzt müssen wir irgendwelche komischen Häuser bauen. Was sind Häuser? Aha, okay. Das ist einfach wirklich nur eine Hütte zum Chillen. Ich würde sagen, die bauen wir mal in die Nähe vom Haupthaus hin. So. Okay, jetzt funktioniert auch das Drehen, warum auch immer das am Anfang nicht funktioniert hatte. Ja, machen wir mal hier hin. So, und wir müssen das braucht trotzdem Mana, aus Gründen. Deswegen verbinden wir das jetzt mal. Aber woher weiß ich jetzt, ob das jetzt eine Überproduktion ist? Above Demand. Also wir können 50 sozusagen noch Mana auch brauchen für diese Mine, ne? Weil das Ding hat ja wie viel? Das Ding hat 10, das hat auch 10, glaube ich. Dann haben wir den Turm, das ist schon mal 30. Dann haben wir die Holzhütte, das ist 40. Und dann haben wir jeweils zwei Türen, das ist 50. Okay, das heißt, das passt auf jeden Fall. Was können wir hier bei diesem Haus machen? Aha, nee, wir brauchen ja 4 Stück. Okay, dann bauen wir von mir aus. Warte mal, wie viel hat das gebraucht? 10, ne? Ja, okay, also können wir hier auf jeden Fall auch noch das hinbauen. Hä? Wieso? Ah, ne, Quatsch. Das ist ja das hier. Auch nur die Häuschen hier. Bauen wir ein Häuschen hier hin, ne? So. Okay. Dann bauen wir hier noch eins. Oder? Ja. Bauen wir hier noch eins. Und machen wir diesen Baum erstmal weg. Oder die Bäume. Noch eins hier gegenüber. Wieso kann ich das da hinbauen? Irgendwas. Ach nee, ich brauche Stein. Ich habe nicht genug Stein, warum auch immer. Was denn für ein Mist? Ah nee, das ist nicht Stein. Doch, das ist Stein. Ja, klar. Okay. Immer noch, oh mein Gott. Ah, jetzt habe ich genug. Okay. Ja. Ja. Hab hier aber. Warte mal. Jetzt richtig rum, nee. Stimmt, ich habe die falsch rumgebaut, ne? Ja, den hier habe ich auf jeden Fall falsch rumgebaut. Sehe ich das jetzt? Müssen wir mal an. Nee. So, ich krieg die Rohstoffe gar nicht zurück. Na toll, das ist ja kacke. Den habe ich richtig rumgebaut und den auch.
Genau. Den habe ich auch falsch rumgebaut. Müssen wir mal wieder abholzen. Dann sammeln wir mal ein paar Steine. So, wo haben wir noch welche? Wir bauen insgesamt 60. Okay, passt. Gehen wir mal hier hin und reparieren das nochmal. So, und dann müssen wir hier das Häuschen verbinden, das hier, und jetzt bauen wir noch zwei. So, und die müssen, das muss hier in das Haus, ne? Genau. So. Jetzt noch eins hier hin. I hope they'll have better lives here. No hunger, no deadly frost, no. Do you know how many have said this before? Generation after generation. It's good to finally understand them. Let's go. Okay, also das Einzige nach jetzt knapp 40 Minuten Spielzeit, was mir negativ aufgefallen ist, ist dieser komische Soundbug. Dass wenn du auf irgendwas zuguckst und in der Nähe bist, ist das laut. Wenn du aber weggehst, ist das übelst leise, aber sobald du dich umdrehst, wird das arschlaut. Also jetzt zum Beispiel. Das ist einfach nur dieser Mana-Brunnen, der hinter mir ist. Aber sobald ich meine Maus in die Richtung vom Zwerg drehe, ist das wieder genauso leise, wie es sein sollte. Beziehungsweise wenn ich in die Nähe gehe, ist es laut. Aber wenn ich halt mein POV sozusagen anmache und so umdrehe, ist das arschlaut. Und ich verstehe nicht, warum. Also das ist definitiv irgendein Soundbug. Der nicht... Seht ihr den Unterschied? So. 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 Also, das ist sehr eigenartig. Und nervt mich ein bisschen. Aber sonst, super interessantes Konzept, dass man halt nicht nur einen Charakter hat, sondern einen Charakter, der in einem Mech ist und noch jeden einzelnen sozusagen steuern kann. Das heißt, ich kann ja jederzeit zum Beispiel auch einfach den Zwerg nehmen, mit dem Zwerg kämpfen, später dann, keine Ahnung, irgendwelche besseren Waffen haben. Oder halt Rüstung oder wie auch immer. Vielleicht auch andere Mechs. Weiß ja nicht, was die noch für Pläne haben. Und vom Konzept her ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mal gucken, was die halt alles daraus machen. Karte können wir nochmal kurz angucken, bevor wir das beenden. Ist jetzt nicht riesig, aber für ein Early Access jetzt auch nicht unbedingt klein. Wenn wir überlegen, wir sind ja gerade hier. Wir haben hier nur das hier alles erobert. Also erobert in Anführungsstrichen. Okay, hier haben wir noch Conditions for Sending Raven. Achso, wir müssen hier noch einen Wasserbrunnen bauen. Und erst dann können vielleicht andere Zwerge hinkommen, die mir dann auch helfen oder wie auch immer. Das heißt, ich baue ja letztendlich eine Kolonie für andere Zwerge, dass die hierher kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und man kann halt hier auch einzeln leveln, wie ich schon sehe. Das heißt, man kann den Drachen leveln, man kann den Mech leveln. Mit Skills auch. Und auch mit... Fähigkeiten halt später. Das heißt, man hat hier irgendwelche Fähigkeiten. Beim Zwerg genauso. Oh. Ja, Charakterpunkte. Aha. Das
muss man hier irgendwie reinsetzen. Das heißt, der Zwerg ist ja schon Level 5. Und bei Mech ist das ja, glaube ich, auch nicht anders. Nee, mit Mech habe ich noch nicht so viel gemacht. Ja, hier kann ich nur nichts machen und mit dem Drachen halt auch nicht. Oder ich habe jetzt leider alle Punkte in den Zwerg reingesteckt. Das wäre natürlich auch dämlich. Einfach ein Bild von einer Katze, weil das noch nicht vorhanden ist, der ganze Skilltree. Ja, aber ist halt Early Access, wie schon gesagt. Das Spiel ist auch erst, wann ist das, am 19. Juni, also gerade mal 2 Wochen in der Early Access, ne? Also ja, mal gucken, was die Entwickler noch alles raushauen. Und wir haben ja noch nicht mal alles von der Early Access natürlich entdeckt. Das machen wir dann in den nächsten Videos. So, bis dahin. Hoffe ich, dass euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit First Dwarf.